Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Schnappen und Rennen. Ist die Folgequest von Wasseratmender Drache. Also ploppt dann automatisch auf, sobald ihr die Quest hier abgeschlossen habt. Ist auch automatisch angenommen. Könnt allerdings nochmal hier auf Annehmen klicken, damit das Fenster hier verschwindet. Darf nun zwei Leichname aufsammeln. Diese sind leichter zu erkennen, wenn man dieses Licht hier einschaltet. Da sieht man sie schon. Nun noch das Gebiet, wo die Quest zu machen ist. Das große Meer, üblicherweise in diesem Gebiet hier. An der Position, wo ihr den wasseratmenden Drache getötet habt. Normalerweise ist das hier. Mache also das Licht an und darf dann hier diese Sprechblase anklicken. So, natürlich geht das Ganze auch mit dem Licht aus, dem Lampe aus. Das sollte auch nicht allzu lange am Stück an sein, weil sonst ein riesengroßer Wal oder Hai kommt und euch instant tötet. Nun ist die Quest bereit zur Abgabe. Man darf sich zu dieser Position hier begeben. Ich finde, das Einfachste ist, einfach quasi nach oben aufzutauchen und dann entweder den Wasserschreiter benutzen oder eine Fähigkeit wie eisige Pfade, Wasserwandeln, Levitieren und einfach zu dieser Position hinreiten. Finde ich, geht am schnellsten. Was auch gehen könnte, bin mir aber nicht sicher, ist, wenn ihr euch nach Suldasar portet, Suldasar, hier zum Hafen geht und dort bei der Schreckensadmiralin Segelvis, glaube ich, sagt, sie soll euch in dieses Gebiet hier bringen, dann könnte es auch sein, dass ihr zu passenden Position rauskommt. Ist aber nur eine Vermutung, habe ich nicht ausprobiert. Könnt es gerne machen und dann in die Kommentare posten, falls ihr so viel Zeit habt. Bewege mich nun auf dieses Schiff zu. Falls euch dieses Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. So. Bei diesem Schiff angekommen, darf man hier diese Strickleiter anklicken. Dann darf man hier hinunterlaufen. So, bin auch schon angekommen. Quest ist abzugeben bei Nathanos Bestrufer in das große Meer an dieser Position. Wie ihr seht, bin ich hier auf dem Unterdeck von diesem Schiff. Habt ja meinen Weg verfolgt, hoffentlich. Da ist er komplett zu sehen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.